Hey Leute, was geht ab? Willkommen bei House of Sneakers. Ich bin der Ali. Mein Name ist Lars und heute dreht es sich um den Nike SB Dunk Low Pro. See my diamond like the way I keep a wrist froze. Young nigga from the block, stand on 10 toes. Fuck a Jeep, I'ma pull up in that Benzo. Got a $1 billion plan on my mental. See my diamond like the way I keep a wrist froze. Young nigga from the block, stand on 10 toes. Fuck a Jeep, I'ma pull up in that Benzo. I got $1 billion plan on my mental. On my brain, yeah. Yeah, I said I love her way she give me brain. Shorty tryna come out, tryna make a name. Yeah, I said I never switch up on the game. New foreign, never switching lane. So Leute, dann kommen wir direkt mal zum Schuh. Nike SB. Richtig geiler Karton in diesem Violett. Das Paper auch richtig nice. Ich gebe dir direkt mal den Schuh. Ja, gib mir mal den linken. Also, die Farbe ist schon extrem richtig, richtig geil. Ne? Also ich finde, das ist so ein richtiger Schuh für den Sommer. Schön tief, deswegen auch low. Und ja, das Gelb ist halt extrem geil. Ja, das oder? Ist so ein Gold, ne? Das ist so wie ein bisschen Gold, wie ja. Das Laker Colorway, so. Sind also extra Laces noch mit bei in diesem, ja, der heißt ja Laser Orange, der Schuh. Und es ist nicht so ein Violett, aber auch nicht so ein wirkliches Blau, ne? Es ist so ein Gemisch aus beidem, so irgendwie, ja. Ne? Also, ich glaube, im Hellen ist der eher relativ lila. Und im Dunkeln ja dieses bläuliche, genau. Ich finde den an sich ganz nice. Bin halt nicht so der SB-Freund. Bruh. Was mich an dem halt so ein bisschen stört, sind halt diese milchige Sohle. Ja, die verfärbt leicht, oder? Wenn dann ja, vor allem, wenn du, ja, ist halt ein Skateschuh, ne? Wenn du damit dann skaten gehst, der wird braun, auf jeden Fall. Wird sich vielleicht so ein bisschen an diesen Suede anpassen. Mhm. Ja, aber sonst... Das ist das einzige Manko, was mich an dem so stört. Also persönlich weiß ich nicht, ob ich den tragen würde. Aber... Was? Wer bist du denn? Geiler Schuh, auf jeden Fall. Also ich werde den direkt anziehen, ja? Ganz ehrlich. Ich finde den richtig geil. Auch die dicke Sohle, das hat jetzt nicht nur der Laser Orange. Ich denke mal, das hat jeder SB. Du meinst die Zunge? Ja. Sohle habe ich gesagt, ne? Ja. Aber gut, dass wir zu zweit sind. Ne, die dicke Zunge, die ist schon extrem geil. Gibt einen schönen Halt, denke ich, auch mal ja. Beim Skaten. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Skater, aber ich kann mir das gut vorstellen. Hier hinten ist auch noch so ein kleiner Support für die Achillessehne und für die Ankles. Das ist auf jeden Fall geil. SB ist am Kommen, auf jeden Fall. Also SB ist auch momentan krass im Hype. Was, klar, kann man verstehen. Ich meine, der Schuh hat an sich Retail 95 Euro gekostet. Das ist, wenn du mal so Jordans vergleichst, ist das nix. Das ist die Hälfte, ne? Ja. Und dann kriegst du so Quali. Also innen drin richtig geil hier mit dem Ankle-Support, mit dem Achillessehnen-Support. Dann die Zunge, die auch relativ dick ist. Mit dem, relativ ist gut, die ist richtig dick. Die ist richtig dick, ja. Also wenn du ein Jordan ist, da eigentlich nichts gegen, ne? Nee. Und dann noch dieser Schriftzug halt, ne? Was halt geil ist, dieses Suede, ne? Wie findest du das so, dieses... Ist ein bisschen rauer als bei anderen vielleicht, aber ja, du das bist muss ja beständig sein, ist ja ein Skate-Schuh, wie gesagt. Eben, und, eben. Ich denke mal, da kann sich das Board gut mit drehen, wenn du da so ein Olli oder so machst. Wenn du die Skills hast, auf jeden Fall. Aber geil ist, hinten der silberne Schriftzug gibt dem so einen leichten Hit, genau. Gibt so einen leichten Hit dazu, Nike SB. Unten an der Sohle. Richtig clean der Schuh, wie ich eben schon gesagt habe. Auch nicht schlecht. Hast du irgendwie was, wo du sagst, den finde ich, also das finde ich an dem Schuh nicht so geil? Boah, ich weiß ja, du stehst ja auch so auf so Laces auch. Ja, dicke Laces. Also ein bisschen etwas dickere Laces. Ja, so. Ich mag die ganz dünnen nicht. Ja. Das finde ich auch extrem nice bei ihm. Ja. Das Einzige, was mir jetzt so direkt auffällt, ist vielleicht hinten an der Ferse. Die Naht, das sind so drei Nähte, glaube ich, sind das, ne? Die kann man weglassen, meiner Meinung nach. Muss man nicht, aber... Ich denke mal, das ist für den Support auch, ne? Ja. Ansonsten habe ich da eigentlich nichts viel nicht viel auszusetzen. Das Leder ist auch richtig gut, finde ich. Das Leder ist vorne gut. Und an der Seite. Ich finde die Toebox sehr weich. Also, ich hatte den noch nicht an.
ist halt einer aus unserer Kollektion, den ich jetzt auch vor kurzem begattet habe, in meiner Größe, aber ich weiß nicht, ob ich den tragen würde. Ich würde ihn sofort anziehen. Du würdest ihn tragen. Für den Sommer, geiler Schuh. Da werdet ihr mir auch zustimmen. Für den Sommer ist das ein richtig geiler Schuh. Ja. Fast schon ein bisschen zu schade, um damit zu skaten. Ja, es gibt Leute, die... ich finde, wenn man den dann so trägt, gibt man dem noch so ein bisschen Charisma. Wenn das so ein bisschen abgenutzt ist, hat das natürlich auch was. Ja. Beim Skaten. Coole Klamotten. Ich kann mir so ein Flannel dazu vorstellen. So ein Orange. So ein helles Gelb mit Blau vielleicht drin. Schwarze Hose. Einfach clean. Classic, ja. Einfach clean. Auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den so findet. Ist SB am Kommen? Macht SB immer noch relativ schlechte Schuhe oder richtig geile Schuhe? Wie steht ihr zu SB? Also Preis-Leistung. Also Preis-Leistung ist auf jeden Fall top. Also ich könnte da jetzt nichts sagen. Ihr bringt mir so einen Schuh, ich wäre voll zufrieden. Feierabend. Feierabend, dann kannst du nach Hause gehen. Auf jeden Fall. Ja Leute, das war's auch schon mit dem kleinen Review zum SB Dunk Low Pro im Colorway Laser Orange. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wieder gerne einen Daumen nach oben da und vergesst uns nicht zu abonnieren. Du wolltest auch gerade irgendwas sagen. Genau, die Instagram-Seiten wie immer in der Videobeschreibung. Checkt einfach mal ab, wenn ihr Bock habt, auf meinem Kanal, auf Lars seinem Kanal. Wir sind relativ neu, deswegen habt ein bisschen Verständnis, wenn die Videos noch nicht so clean sind, aber das wird sich alles noch bessern. Und auf Instagram sind wir natürlich auch vertreten, deswegen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Rein. Bisschen so freundlicher. Hi, wir Freunde. Hi! Ihr folgt uns doch eh nicht! Hey Leute, was geht ab?